Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Das härteste Kochduell der Schweiz. 8 Köche treten im Beef Club das Turnier gegeneinander an. Sie alle wollen Beef Club Champion 2020 werden. 3 vorgeschriebene Zutaten, 2 Gerichte und 1 Stunde Zeit. Die Hauptzutat: Fleisch. Ungewöhnliche und wenig bekannte Stücke bringt Bell-Fleischfachmann Philipp Glauser. Die Punkterichter: Gastrokritiker Andrin Willi, Foodbloggerin Anastasia Lammer und Spitzenkoch Jackie Donuts. Nur einer kann am Ende Champion werden und den Preis gewinnen. Eine Reise nach Frankreich für 2 Personen zum besten Restaurant der Welt, das Mirasur. Es geht um etwas. Lass den Fight beginnen. Diese Köche kämpfen um den Titel Beef Club Champion 2020. Heute kämpfen Matthias und Dario um den Einzug ins Halbfinale. Matthias ist in der Sterne-Gastronomie zu Hause. Auch bei Beef Club will er ganz nach vorne kommen. Ich bin vor allem da zum Spaß haben und mit dem Spaß möchte ich gewinnen. Sein Gegner, Dario. Er kocht nicht nur selbst, er bildet auch aus. Ich gewinne heute das Duell, weil ich mit meinem Bühnencharme den nötigen Extrapunkt hole. Die Köche sind parat. Bell-Fleischfachmann Philipp Glauser bringt die erste Zutat. Herzlich willkommen zur letzten Vorrunde vom Beef Club 2020. Heute steht die Sendung unter dem Motto Nose to Tail. Wir fangen an mit der Kalbsleber. Das ist das zweitgrößte Organ neben der Haut. Weiter haben wir das Zwerchfell. Wenn ihr dort die Haut ablöst, kommen wir 2 Second Cuts über. Und der Abschluss von unserer Serie macht jetzt noch das Kalbsherz. Also vor allem über das Herz habe ich mich gefreut. Und das Listenfleisch ist auch etwas Gutes. Man muss eben einfach eben gut garen und halt richtig aufschneiden. Und Zutaten dazu, dass es ein bisschen spannender wird, haben wir Galgant. Das kenne ich. Ich habe noch nicht so viel mit dem geschafft, aber für die Würze und für eine Marinade kann ich das sehr gut brauchen. Ich empfehle beim Galgant, wenn man ein Stück zum Kochen reingibt, das rauszunehmen, bevor man es isst. Weil sonst ist es dann doch gerade ein bisschen gar viel, wenn man drauf beißt und drauf rumkommt. Und geile Rande. Die gelbe Rande ist etwas Schönes. Es bringt ein bisschen Farbe ins Leben, hat auch eine schöne Süße. Rande, gelbe Rande oder rote, das sind eigentlich Gänsefußgewächse. Und die kommen bei uns vor, aber die kommen eigentlich überall im gemäßigten Klima vor. Und sie schmecken auch, egal ob gelb oder rot, überall immer gleich. Matthias, Dario, ihr habt genau 1 Stunde Zeit, um uns zu überzeugen. Und die Stunde beginnt jetzt. Und kaum hat die Glocke geläutet, rennen die beiden Kandidaten los, als wüssten sie bereits, was zu tun. Dario, was machst du? Mit der Leber und mit dem Herz mache ich dann ein Ragu. Gehe ich dann so ins Klassische von Rösti mit einer Pilzrahmsoße, die wir Saison haben, mit den Steinpilz. Und zur Vorspeise habe ich mir gedacht, mit dem Zwerchfell machen wir kurz marinieren mit dem Galgant. Und dann ein Randencarpaccio. Dazu noch eine kalte Süßherdöpfelcreme. Und dazu passt. Mal schauen, ob wir es herkriegen. Ich fange jetzt gerade mal an mit dem Herz-Ceviche. Aber Ceviche ist doch für Fisch. Eigentlich schon. Herz-Ceviche. Ja, wenn wir ein Ceviche machen, das heisst, dass es eigentlich sollte in der Säure innen denaturieren, respektive kochen oder wie auch immer das man das nennen will, braucht natürlich Zeit. Ich habe nicht so Lust auf ein Ceviche vom Herz. Aber mal schauen, vielleicht kann er mich ja überzeugen, dass das etwas super Feines ist. Ich mache es mutig, aber ich bin zuversichtlich. Das sieht bei beiden alles sehr strukturiert aus. Dario ist 35.
eine gewisse Routine und er weiß, wie es abläuft. Aber auch Matthias weiß, wie es abläuft. Auch bei ihm ist alles wohl überlegt. Matthias, gibt es einen Grund, warum du Leim nimmst und nicht andere Säure oder Zitronen oder so? Ja, Zitrone ist vielleicht gerade ein bisschen stark. Limette macht es dann schon ein bisschen runder vom Geschmack her. Das ist jetzt lässig. Mit diesen Förmchen, weißt du? Eine gute Rösti machen in dieser kurzen Zeit, wenn man die Herdöpfel am Vortag schon kochen müsste, ist fast nicht möglich. Aber er hat so einen Hack, er nimmt dann die kleinen Förmchen und bratet die in den Pfannen raus. Also er hat wieder etwas gelernt. Sehr sympathisch. Einfach einen Deckel drauf, dann gibt es Dampf, geht schneller. Ja, siehst du? Wir haben noch 35 Minuten. Ui, Dario, bist du schon am Anrichten? Langsam. Wenn ich Teller vor mir habe, fühle ich mich schon wohler. Matthias stellt auch seine Teller bereit. Das Teller. Das geht einfach nicht. Hey, so kann man einfach nicht anrichten. Egal, wo man serviert, das geht einfach nicht. Also wenig Temperatur. Ja, das ist vor allem, weil sie halt roh sind. Ja. Ganz natürlich. Oh, ich habe es nicht gesehen. Beide richten bereits ihr erstes Gericht an. Und das nach nur einer guten halben Stunde. Das, was wir vorgenommen haben, das läuft genau nach Zeitplan. Von dem her bin ich sehr optimistisch, dass ich pünktlich dann alles schicken kann. Das Herzceviche findet seinen Weg auf den Teller. Und damit ist Matthias der Erste, der serviert. So, dann wünsche ich Ihnen guten. Was ist das? Das ist das Kalbsherz-Tartar. Ceviche ist jetzt eher so viel geschnitten wie ein Tartar. Auf einem gelben Rand Carpaccio. Mit so einer kleinen, wie soll ich sagen, obendrauf noch ein bisschen Kräuter, so eine gewisse Frische gibt. Einen guten. Danke vielmals. Galgant hat es auch dran? Galgant hat es auch dran, in der Vinaigrette drin. In der Vinaigrette? Jawohl. Ich bin eigentlich nicht jemand, der denkt, so Ceviche und Herz geht gar nicht. Ich finde, das eigentlich, man kann sich dem positiv nähern. Das habe ich versucht. Geschmacklich gibt es allerdings schon einige Fragezeichen. Ich habe noch nie ein rohes Herz gegessen. Begeisterung sieht anders aus. Weiter geht's. Matthias ist bereits mit Volldampf beim zweiten Gericht. Es sieht stressig aus, aber innerlich bin ich ruhig. Kommt gut. Dario kann gleich sein erstes Gericht servieren. Danke, Mama. Dankeschön. Hier haben wir Amarande Carpaccio. Nachher eine leichte Vinaigrette dazu, ein bisschen mit Honig. Galgant für die Schärfe. Und dann oben ein Süßerdöpfelpüree. Und oben ein Stück Fleisch, das ganz kurz gebraten ist und mariniert auch noch mit Galgant. Was für ein Stück Fleisch? Das Zwerchfell. Einen guten miteinander. Dankeschön. Danke. Das war einfach ein für mich nicht schön angerichteter Gang, der wirklich aus Komponenten bestand und nicht so gut zusammenpasst. Auch hier keine große Begeisterung. Wir haben noch 15 Minuten. Beide Köche müssen jetzt mit ihrem zweiten Gericht punkten. Der Matthias liegt nach dem ersten Gang bei mir leicht vorne, und zwar einfach wegen seiner Kreativität.
Ich tue jetzt gerade das asiatische Gemüse noch so ein bisschen fertig marinieren mit Miso und Sojasauce. Wenn wir so etwas Sars haben wie eine Leber, dann darf man nie einen Arm dazu tun. Dann zieht die Leber sich ein bisschen zusammen, oder? Und wird ein bisschen härter. Schön wäre jetzt, bam, flambieren. Der zweite Gang ist deutlich schneller parat. Dario richtet bereits an. Wir haben eine klassische Herdöpfelrösti, schön knusprig mit dem Tipp. Und nebenzu haben wir einmal Herz und einmal Kalbsleber mit einer klassischen Pilzrahmsoße. Guten Mittag noch. Danke schön. Alles in allem ist das ein Gericht, das mich überhaupt nicht überzeugt hat. Es ist relativ klassisch. Es hat nur noch gefehlt, dass noch ein bisschen Petersilie drüber gekommen wäre und noch der Rahm oder so. Matthias verlässt die klassischen Wege. Aber ob das hilft? Zwei Minuten vor Schluss serviert auch Matthias sein letztes Gericht. So. Es gibt einen asiatischen Gemüsesalat mit Quinoa. Bratene Kalbsherz, bratene Kalbsleber und Listenstück, Listenfleisch. Danke. Die Mischung mit dem Quinoa, viel zu viel Sojasauce, habe ich nicht gut abgerundet gefunden. Dafür muss ich sagen, er hat wirklich den Garpunkt vom Fleisch verwischt. Das habe ich sehr gut gefunden. Auch hier keine wirkliche Begeisterung. Ich fange gerade mit dir an, Matthias. Deine Vorspeise ist wirklich sehr speziell. Es war wie nicht so rund. Ich habe gefunden, dass die Säure zwar sehr angenehm war, jedoch die Rande einfach nicht so viel hergegeben hat. Zu dir, Dario. Der Randenkarpasch, wenn du ein bisschen blanchiert hättest, hätte das funktioniert. Die Randen sind perfekt von der Säure her. Das Fleisch war sehr zart und das Sweet Potato Mousse war gut abgeschmückt. Matthias, beim zweiten Gericht, die Herz, die Nieren und das Listenfleisch war für mich sehr, sehr schön ausgebraten. Das habe ich wirklich gut gefunden. Mir hat auch der asiatische Salat und den Quinoa mir gut gefallen. Ich habe das sehr rund gefunden. Dario, das zweite Gericht, das Handwerk hat man gesehen, aber in der Rahmsauce nachher. Die Leber, das war wirklich catchig. Die Rösti, ich glaube, du hättest nicht auf den Jackie hören. Ich liebe sie knusprig. Und du, der Deckel, sind halt ein bisschen weich geworden. Du hast nicht auf mich hören, ha? Hast du gehört? Harte Kritik. Zeit für die Benotung. Matthias, ich fange gerade mit dir an. Du kommst 7 Punkte von mir rüber. Und Dario, du kommst auch 7 Punkte von mir rüber. Also. Matthias, von mir kriegst du 6 Punkte. Merci. Bitte. Und du, Dario, kriegst von mir 7 Punkte. Danke. Ich habe also gerechnet und gebe dir 7 Punkte. Merci. Dario, danke vielmals. Ich habe für dich 8 Punkte. Ein knappes Rennen, aber der Sieger steht fest. Dario Demuth. Yes! Die erste Runde habe ich geschafft. Noch 2 Wettkämpfe muss Dario gewinnen, wenn er den Beef Club-Titel holen will. Die Konkurrenz wird das nicht so einfach zulassen. Nächstes Mal. Herzlich willkommen im ersten Halbfinale. Ich hätte mir wie mehr erwartet. Mache mit beim Wettbewerb und gewinne einen Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Wann wird ein Kalb zum Rind? A. Mit einem Jahr
oder B mit 18 Jahren. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 4636. Eine E-Mail an beefclub@z1.ch oder ruf uns an unter 0901 30 50 88. Teilnahmeschluss ist der 2. Dezember. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell.